Hast du ein Bittgebet gegen Geld, Sorgen und Kummer? Ich bin sehr niedergeschlagen. Bei Kummer und Sorgen gibt es ein sehr starkes Bittgebet. Es wird über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er eines Tages zur Moschee ging und dort einen seiner Gefährten angetroffen hat. Und er fragte den Gefährten, warum sich dieser in der Moschee außerhalb der Gebetszeiten aufhält. Und der Gefährte beklagte sich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Geldsorgen und Kummer, die ihn in die Moschee getrieben haben. So lehrte ihm der Prophet alaihi salatu wasallam folgendes Bittgebet: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Verehrter Bruder, verehrte Schwester, dieses Bittgebet ist ein sehr starkes. Sage es morgens und abends jeweils dreimal auf. Achte dabei auf die richtige Aussprache und die aufrichtige Absicht. Und inshallah wird es dafür sorgen, dass dein Kummer verfliegen wird, du dich um deine Geldsorgen kümmern kannst und es verleiht dir mit dem Willen von Allah eine besondere Ausstrahlung, so dass die Menschen dich respektieren werden. Bleib standhaft und sage es regelmäßig auf.